Meine Frage ist, sind wir allein in diesem Universum? It's extremely obnoxious. Es ist äußerst widerwärtig, wenn Menschen glauben, dass der Kosmos menschenzentriert ist. Von dieser widerwärtigen Natur ausgehend, es ist dieser eine Fehler, den sie gemacht haben, indem sie euch sagten, Gott hat euch nach seinem Ebenbild geschaffen, was die Menschen so dumm und übermütig gegenüber allem gemacht hat. Warum kann Gott nicht wie ein Grashüpfer aussehen, frage ich. Warum nicht? Nein, er sieht aus wie ich. Schau. Nein, vielleicht sieht er aus wie ein Käfer, vielleicht sieht er aus wie ein Büffel, vielleicht sieht er aus wie ein Tiger, vielleicht sieht er aus wie ein Elefant. Oder vielleicht sieht er nicht aus wie irgendein Leben auf diesem Planeten. Er sieht ganz anders aus. Oder vielleicht sieht er nach gar nichts aus. Das ist nicht etwas, dem sich Menschen stellen wollen. Sie müssen glauben, dass Gott ein großer Mann oder eine große Frau ist. Mehr Hände, mehr Beine, aber wie wir. Diese Vorstellung, die bestimmte Religionen in die Köpfe der Menschen gepflanzt haben, hat die Menschen glauben lassen, dass der gesamte Kosmos menschenzentriert ist, dass alles für uns da ist. Diese übermütige Idee hat den Planeten zerstört, jedes Lebewesen. Unsere moderne Wissenschaft hat daran mitgewirkt. Unsere heutige Vorstellung von Wissenschaft ist Forschung und Wiederforschung. Worum geht es überhaupt? Es geht darum, wie wir alles im Universum für unser Wohlbefinden nutzen können. Wenn wir einen Baum sehen, wollen wir wissen, wie wir ihn nutzen können. Wenn wir einen Vogel sehen, wollen wir wissen, wie wir ihn nutzen können. Wenn wir eine Blume sehen, wollen wir wissen, wie wir sie nutzen können. Ein Krabbeltier, ein Käfer, ein Atom, egal was. Alles sollten wir für unser Wohlbefinden zu nutzen wissen. Wir haben gelernt, die meisten dieser Dinge zu nutzen. Aber Wohlbefinden ist immer noch nicht gekommen, oder? Wir haben gelernt, alles zu nutzen, die Menschen eingeschlossen, aber Wohlbefinden ist nicht gekommen. Wenn du nur die Geduld hast, dich hinzusetzen und Gruppen von Ameisen, Bienen, Vögeln oder anderen Tieren zu beobachten, sie haben ein vollwertiges Leben und ihre eigenen sozialen Interaktionen zu 100%. Weitaus aktivere und kraftvollere Leben als der Mensch eigentlich. Es ist nur so, dass wir glauben, dass all diese Dinge gegeben sind. Wenn morgen jemand herausfindet, wie man Eiweiß aus Ameisen gewinnt, das war's, alle Ameisen sind weg. Wir glauben, das ist Wissenschaft. Das ist Wahnsinn. Hallo? Das ist schierer Wahnsinn. Alles hat seinen Platz. Wenn wir das nicht erkennen, haben wir verloren. Was das also angeht, ist dieser Kosmos menschenzentriert? Sind wir die einzige Lebensform? Eben noch war ich stolz darauf, dass ich sehr logisch bin. Wenn ich über meine Erfahrung spreche, werdet ihr denken, ich sei verrückt geworden. Ich werde es also dabei belassen. Aber er kann nicht menschenzentriert sein. Er ist zu groß. Er kann nicht nur menschenzentriert sein. Er ist es nicht. Für mich ist es eine lebendige Erfahrung, dass er es nicht ist. Ich möchte nur nicht meinen Ruf verlieren, sehr logisch zu sein. Aus diesem Grund weigere ich mich, über einige Dinge zu sprechen.